Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Unter allen ausgerechnet Fehlerei! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. All die anderen! Ja, 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 ja! Verbitte mir diesen Ton.
Ein paar Vanille, Faulpelz! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Alexei, ich rufe wieder an. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Ach Kind, ich kann das nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Und er wurde auch Pflegelein genannt. Bombenangriff auf unsere Städte machen Gutes. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Bringen Sie mir Fegelein! Was macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit ihnen verhandeln wollen? Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist?
Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durchhalten. Ich kann mit Ihnen enden. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Die Stadt Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Sie ist ohne Ehre! Мы несколько раз виделись в Крыме. Капитулируй, Нимас! Это же эмпёрт! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabakum, ein Mädchen kaut rum. When Flaggy comes down to Hilo, poor old man. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Um sich zu
autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das saufen in ihrem eigenen Blut! Ich blieb. Er hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. Zu spät? Ganz viel ist weit. Und nicht unnötig viel nachgewandt. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Wohin immer der Feind vorne. Nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Es soll nur noch eine Wüste vor. Das sind doch alles hohle Phrasen! Nein, nein, wir müssen jetzt handeln! Nein, nein, nein.